Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dungeons and Dragons Online. Wir gehen gleich direkt weiter in die Tomb of the Crimson Heart. Wir sind derzeit in der Nekropole unterwegs und machen die erste Questreihe auf dem Weg zum Abbot, dem Lich Lord. Ach, das war das mit den Runen, ne? Ja, genau. Okay. Müssen wir The hier. skulls of giants adorn this tangle of. The skulls emit a dreadful groan, and the doors around you slide open. So, müssen wir jetzt hier solche Runen finden. Können immer an diesen Totenschädeln sein. Uah. Haben wir hier gerade einen totalen Abgang. Hätte ich die natürlich auch ausstellen können. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo war hier ein Schrein? Ich glaube, da gehen wir erstmal Richtung Norden. Ah, da ist auch eine Rune. Perfekt. A deep bone-chilling cold seems to emanate from the north of this room. Schrein. Was war das Geräusch für ein Schrein? Das ist ja auch gemein. Ich dachte jetzt, hier war einer. Ziemlich viele Fallen hier. Okay. Dann müssen wir doch hier erstmal weiter. Ja, ach hier, genau. Hier war, glaube ich, einer. Schurken gegen Untote, das ist echt so doof. Aber hier ist auch keiner. Scheiße, dann war es auf der anderen Seite. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Richtung Norden wieder. Das ist auf jeden Fall die letzte Rune. As the magic of the last rune fades, a dry voice whispers from the air. Who dares knock on my door? Ich bin's, der Dido. So, mal gucken, ob jetzt hier, aber ich glaube, da ist ein Schrein. Auf der Map wird er auch angezeigt. Ja, sehr gut. So, zack, zack. Stark genug. Jetzt aber. This room is filled with implements of torture. The equipment is well used. Genau zu diesem Cup on the Wire wollte ich nämlich. Und wo ist der? Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Silver Flame. Entspann dich, du musst da nicht auf diese Kugeln, kriegst du eh nicht weg, ey. Dahinter ist er. Okay. So. Der zählt nämlich hier. Cup on the Wire. Glaube ich keinen mehr. Ich schaue nochmal eben bei DDO Wiki. Nee, das sind alles Whites. Das ist ein Ghast. Whites brauchen wir nicht. Nee, dann können wir direkt zum Endboss. Palpable feeling of washing over you as you enter this room. You must be near it, the Guardian. Oh,
So. Ja, das waren die Tombs of the Crimson Heart. Wir verlassen wieder, gehen in den mittleren Bereich, wo wir Zugang zu allen haben. Und würden dann als nächstes Burning Crimson haben wir, dann Immortal als nächstes. Die machen wir dann aber wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, euer Tito.